Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5. Fanciful. F-A-N-C-I-F-U-L. That is correct, and you have won Crenshaw's inaugural spelling bee. Excuse me. Spell prestidigitation. I'm sorry, sir, but this girl is only 11. Mr. Welch, what is this? Prestidigitation. You know that feeling where no matter what you do or where you go, you just don't fit in? P-R-E-S-T-I-D-I-G-I-T-A-T-I-O-N. Because it's how I feel all the time. Prestidigitation. That's correct. Woo! My name's Akila Anderson, and I'm 11 years old. Dr. Joshua Larrabee thinks you have a chance of going all the way to the National Spelling Bee. It's a tough nut. I've seen it chew kids up and spit them out. So if you want to get there, you can't be a shrinking violet. Are you ready? I'm ready. All right, let's go. In a place where dreams are hard to come by. Kayla, get in here! One girl will start a journey. 5,000 new words. 5,000? You'll consume it. You will own it. And then you know what you'll be. Tired. Where the odds are 1,000,000 to 1. You're going up against a bunch of rich white kids. Ratiocinate. What's the language of origin? Can I have the definition, please? Madrigal. Mithridatism. Akila Anderson! And talent is only the beginning. That's correct. All of Los Angeles is talking about real it. Real positive. I'm already saying for next year's speech. You're doing great. And getting lucky. And it's just too hard, Mama. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. What does it mean? That I'm not supposed to be afraid. Afraid of what? Afraid of me. You ain't sure them people want to help you. I bet you just look around, you got 50,000 coaches. Kick his butt, Akila. B-U-T-T, butt. You know Akila, baby. Make us proud. Ever since you found out there was the National Spelling Bee, you've seen yourself holding up that trophy. But if you can't say it, you can't win it. So say it. I want to win. You want to win what? I want to win a National Spelling Bee. Yes. Akila and the Bee. Nummer 4. Once upon a time, there was a girl named Matilda. Hi, Dad. Get in the car, Melinda. Matilda. Whatever. Who was extraordinary in every way. Pretty soon, you'll be able to do any multiplication, whether it's 2 times 7. 14. Or 13 times 379. 4,927. Wow. She can multiply large sums in her head. So can a calculator. But in a world where grown-ups make all the rules. I'm smart, you're dumb. I'm big and you're small. I'm right. And you're wrong. In a school where the principal. In this school, I am God. Has no principles. Yes, Miss Trunchbull. Sir. The Trunchbull used to be in the Olympics. Shot put. Javelin. Hammer throw. She will discover... Somebody's gotta teach her a lesson. Deep inside herself... You should believe in whatever power you think you have inside of you. A secret weapon... I did it with my powers. To even the odds. No more Miss Nice Girl. Hey, give things. Have a carrot. Nah, you eat it. Now... Cookie! You will not leave this platform until you have consumed the entire confection. She gives power. You can do it, Brucey. To the powerless. Help to the helpless. Harry, take your hat off. I can't get it off. And disaster. To those who deserve it. From the author of Willy Wonka and the Chocolate Factory and James and the Giant Peach. And the unique vision. What did you do to your hair? Of director Danny DeVito comes the story of every kid's right to stand tall, no matter how small. Matilda.
Nummer 3. Mama? Ist schon mal jemand aus Katwe in die große Stadt gezogen? Denk nicht über sowas nach, Fiona. Wieso nicht? Du wirst enttäuscht werden. Hey, Fiona, wie läuft's denn so? Ganz gut. Hey, Mädchen, komm rein. Wie heißt du? Fiona. Zeigst du Fiona, wie man die Figuren bewegt? Im Schach können die Kleinen die Größten werden. Schach hilft uns, Probleme zu lösen. Es lehrt Disziplin und festigt den Geist. Nutzt den Verstand? Dann findet ihr alle sichere Felder. Wieso lässt du sie gewinnen? Das tue ich gar nicht. Du denkst 8 Züge voraus. Schachmatt, Schachmatt, Schachmatt. Sie hat gewonnen. Du könntest die Beste von Uganda sein. Coach, sie wollen mich nur aufziehen. Manchmal gehört man nicht an den Ort, an dem man aufgewachsen ist, sondern dahin, wohin das Herz einführt. Wo ist das für dich, Fiona? Versuchst es hinterhältig. Das hier ist nicht das Ghetto. Ich muss nicht hinterhältig sein. Schachmatt. Die diesjährige Goldmedaillengewinnerin, Fiona Mutes. Ja! Ihre Kinder haben Glück, denn sie haben eine Mutter, die sie nie aufgegeben hat. Bist du meine Tochter? Ja, Mama, das bin ich. Cheers! Coach, Sie sagen, wir müssen einen Plan haben. Ich habe Angst, dass es Dinge gibt, die sich nie ändern. Aber was zählt ist, dass du die Figuren wieder aufstellst. Sie gewinnt. Sie wird gewinnen. Und einfach weitermachst. Stronger than your bruises, I got thick skin. Nummer 2. Zwing mich nicht dahin zu gehen. Du kannst mich doch weiter zu Hause unterrichten. Du weißt alles, was ich weiß. Keine Widerrede. Wir haben das Ad nauseam diskutiert. Was heißt Ad nauseam? Ach, das weißt du nicht? Tja, da muss wohl jemand zur Schule gehen. Wer kann mir sagen, was 3 plus 3 ist? Jeder weiß, dass es 6 ist. Mary, kannst du mir vielleicht sagen, was 57 mal 135 ist? Okay, wer kann 7695. Ich wüsste gern, was ad nauseam heißt. I listen to the wind of my soul. Ich denke, ihre Nichte könnte hochbegabt sein. Es gibt spezielle Schulen. Nein, ich habe meiner Schwester versprochen, dass Mary ein normales Leben hat. I've sat upon the setting sun. Wer ist die Frau vor unserer Haustür? Das dürfte deine Großmutter sein. Heilige Das ist dein MacBook, Darling. Weshalb bist du hier? Du verweigerst ihr, ihr Potenzial auszuschöpfen. Wie viele Siebenjährige beherrschen höhere Mathematik? Sie hatten das Minus vor dem Exponenten vergessen. Mary, warum hast du nichts gesagt? Frank sagt, korrigier nicht immer ältere Leute, das macht man nicht. Niemand mag Klugscheißer. Wir beantragen meiner Mandantin, das volle Sorgerecht zu übertragen. Nein! Mary! Mary! Ah, ah. Nummer 1. Helen, the chick has to come out of its shell sometime. You come out too. I wanted to teach you everything the earth is full of, Helen. Everything on it, it's ours for a wink and it's gone. And what we are on it, the light we bring to it and leave behind in words. Thank you.
Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.